Hallo Leute, willkommen zurück zu Dirt 3. Wir sind mittlerweile in der zweiten Saison, die erste haben wir abgeschlossen. In der zweiten Saison haben wir auch schon ein Viertel abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir machen Pro Invitational weiter mit Port Vercuil Shield in Monaco Rallycross. Ja, es ist ein gutes Monat her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also wenn ich nicht gleich beim ersten Mal gut fahre, dann liegt es daran, dass ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Mein Akku zeigt auch an, dass es leer ist vom Gamepad. Das trifft sich gut. Ich hoffe, die Aufnahmesession übersteht er noch. Was nehmen wir denn für Auto? Mobil 1 Performance. Ich weiß nicht. Was sind das? Ford RS? Irgendwas? Subaru Impreza? Einen Focus? Lancer? Peugeot sicher nicht. Was haben wir da? Lancer. Okay, jetzt kommen die verschiedenen Lackierungen. MG Metro. Nee. Nimm mal den Ford. Ist ja egal. Kriegen wir die meisten Rufpunkte dafür. Passt schon. Loading. Ja, ich muss mich wieder ans Spiel ein bisschen gewöhnen. Bisher hast du beim Rallycross dominiert, aber bleib voll konzentriert. Die Konkurrenz lauert auf ihre Chance. Rallycross, das ist ja mit alle. Oh je. Ich mag solche Rennen nicht wirklich. Na gut, was müssen wir denn erreichen? Schlage eine Gesamtzeit von 5,18. Na gut, los geht's. Gott, nee, das fängt gut an. So, ich muss die Aufnahme unterbrechen, muss Batterien suchen. So Leute, willkommen zurück. Nach ewig langer Suche habe ich keine Batterien gefunden, sondern fahre jetzt mit einem Play and Charge Kit und einem Akku. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ich würde sagen, wir fahren einfach weiter. Beziehungsweise, wartet einmal, das, was ich da gemacht habe, war Blödsinn. Moment. Wenn man beim Timer eine Zeit einstellt und auf Start drückt, dann zählt er runter und nicht drauf. So, ich bin jetzt ungefähr bei, keine Ahnung, 3 Minuten. Wurscht. Mach mal, fahren wir einfach los. Man merkt, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Wieso trifft es, du Scheißkübel? Ich sage euch eins, sie werden nicht Erster werden. Wobei wir haben genug, wir haben ein paar Runden Zeit, also könnte gehen. Wenn ich nicht unbedingt einen Kilometer weit raus trifft. Hey, nix, nur schleich dich. Er hat mich berührt, ich konnte nicht lenken. So, jetzt hat er die Bande geküsst. Böse Zungen würden sagen, es läuft. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich da vorkomme. Das ist meine Kurve, da liegen schon die Einzelteile herum, super geil. Wow, also die Kiste ist echt für den Arsch. Die driftet so leicht, du machst nur einen Schlenker. Wie sagt man, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte? Und tschüss. Hm.
Ja, wie gesagt, ich bin schon ewig, also gut am Monat jetzt nicht mehr gefahren. Also seht es mir nach, wenn ich nicht perfekt fahre. Ich bin doch sowieso noch nie perfekt gefahren. Okay, so kann man nicht zurückschauen. Das ist meine Lieblingsstelle. Dieses Auto ist zum Kotzen. Werde ich nie wieder fahren, die Kiste. Mein Gott, also ich glaube, ich hätte die Aufnahme lassen sollen heute. Aber wenn ich dran denke, was ich alles aufnehmen muss, dann war es doch gut, dass ich es gemacht habe. Naja, wir fahren jetzt halt einmal. Wie wär's mit Schalten? Mein Gott. Naja. Das Auto fährt noch, passt schon. Ding in Führung, passt. Letzte Runde. Das sind die Kurven, du bremst fast auf Stillstand ab. Das nervt ein bisschen. So, das Achievement sollte man auch gekriegt haben. Deine Fans drehen durch, wenn sie das sehen. Ja, ja. Tschüss. Meine Fans drehen nicht durch, wenn sie das sehen. Die lachen eher, wenn sie das sehen. Naja, mein toller Fahrstil. Gut, ein Rennen haben wir noch. Nochmal Rallycross, nochmal mit dem Kistel. Nochmal auf der gleichen Strecke, aber nachts. So, was müssen wir jetzt machen? Damit wir die Punkte kriegen. Mit einer Sekunde Vorsprung. Okay, sollte machbar sein eigentlich. Wow, Hallöchen. Es war wieder ein bisschen, wie sagt man, Karosseriebremse. Das Auto verzeiht nichts. Einmal auf die Bremse und er driftet. Wer baut denn sowas? Da hat er was liegen lassen. So, also wie gesagt Leute, das ist das erste und das letzte Rennen mit diesem Auto. Oder das erste und das letzte Event. Ich werde das Auto nicht mehr fahren. Er fährt sich so bescheiden. Aber komischerweise langsam gewöhne ich mich dran. Ich glaube, es ist irgendwie eine Mischung aus... Ey, du bist schon einen Monat lang nicht gefahren und das Auto ist Mist.
Also ich glaube, wenn wir jetzt keinen gröberen Scheiß mehr bauen, dann sollte man das eigentlich mit einer Sekunde locker Vorsprung gewinnen. Sprach er und landete in der Bande. Ich glaube, in die Richtung liegt mal die Strecke ein bisschen mehr als in die andere. Man muss ja nicht über die Teile drüber fahren, ich habe zwar, glaube ich, Schaden eh nur auf kosmetisch, aber ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel abgeht, wenn du da drüber fährst, dass du die Reifen ruinierst. Könnte man es aber schon vorstellen, dass es geht. Wie war das mit, wenn man keinen Blödsinn mehr macht? Mein Gott, fahr ich ein Scheiß da. Kommt davon, wenn man mit den Gedanken ganz woanders ist. So, letzte Runde. Nein, auf das Vehicle werden wir uns nicht anschauen, weil ich glaube, so spannend ist das nicht. That's it. Ich war um einige schneller als erst beim ersten Versuch. Komisch. Hast du in Battersea trainiert? Nee. Sieht ganz so aus. Hab ich nicht. So, ein Event werden wir noch machen, glaube ich. Das sollte sich noch ausgehen von der Zeit her. Schauen wir mal. Und Level 15. Was kriegen wir? Komm, zeigt was. Okay. Du machst so viel Eindruck, dass du zu einem weiteren Event eingeladen wurdest. Wäre gute PR. Bist du dabei? Nein. So, was haben wir da? Gymkhana. Nein, danke. Winter Forest Classic Norwegen Rally. Her damit. Sag einmal. Warte jetzt mal. Ach ja, wer solche Nachbarn hat. Er braucht keine Feinde mehr. Gut, legen wir los. Das machen wir. Was haben wir denn? 80er Opel Mantan ist sicher nicht. M3. Den sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Hat weniger PS als der Renault 5 Turbo und ist schwerer. Die Logik muss man irgendwie erklären. Fahren wir Renault R5, ha? Das ist eine kleine Knallkiste. Viel PS, wenig Gewicht, geht schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle drei Rennen auf einmal fahren, müssen wir mal gucken, wie sich das von der Zeit her ausgeht. Das letzte Schneerennen lief echt gut. Schnee. Ich habe die Aufhängung wie beim letzten Mal eingestellt, das scheint gepasst zu haben. Schnee, na toll. Wir haben draußen 23 Grad und ich fahre im Schnee. Weißt du? Mit einem weiß-blauen Auto. 140 km/h müssen wir erreichen. Mit dem Ding? Auf Schnee. Lustig. Na komm. Eigentlich ziemlich gut. Kein Vergleich mit diesen dummen Ford, die wir da vorher gefahren sind.
Weil es mir eigentlich glaube, ich wollte den Cosworth fahren, das wäre wieder ein Fort gewesen. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. War es kein Powdermeter? Leicht rechts, innen halten, leicht links. 60, leicht links. 80, mittig. In Mittel rechts. Kehre links. In Mittel rechts, macht auf. Na, bitte, läuft ja. So, wisst was? Wir schauen uns jetzt das Replay an. Und danach werden wir die Folge beenden für heute. Ich hoffe, dass mit der Zusammenfügung der zwei Videos funktioniert. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir die letzten beiden Rennen angehen. Also grafisch schaut das Spiel immer noch gut aus. Mittlerweile habe ich bemerkt, gibt es ein neues Colin McRae, also nein, kein Colin McRae mehr, es gibt ein neues Dirt Rally, Rally Access Spiel. Ja, muss man auch überlegen, ob ich mir das vielleicht doch noch zulege. Irgendwie reizen würde es mich ja schon. So ein richtiges Rally Spiel, aber ich weiß halt noch nicht, ob das... Ja, wie das so wirklich ist, ich werde mir mal ein paar Videos anschauen dazu, ob mich das interessieren könnte. Ausschauen tut es jedenfalls nicht schlecht, was ich so gesehen habe, bisher auf Screenshots und so, aber... Ja, mal gucken. Oder, wie soll ich sagen, mal schauen. Die Hüpf. Ein bisschen auf Schnee, na geht. Also er rutscht komischerweise relativ wenig, obwohl er Heckantrieb hat. Fahrt sich deutlich besser als der Ford, den wir vorher gefahren sind. Das war schlecht gefahren, da habe ich viel zu stark bremst, beziehungsweise durch den Drift habe ich ihn viel zu stark abbremst. Und wir sind durchs Ziel. Gut, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.